Hallo, wir sind Robin und Jana. Wir reisen mit unseren beiden Hunden, Skadi und Senja, mit einem gemieteten Camper von Roadserver durch Skandinavien. Wir starten unsere Reise in der Mitte von Deutschland. Wir fahren nach Rostock mit der Fähre nach Trelleborg. Von da aus geht's entlang der schwedischen Ostküste bis in den Norden nach Luleå. Von dort aus fahren wir nach Lappland, genauer gesagt in die Stadt Kiruna. Hier beginnt der zweite Teil unserer Reise. Wir fahren nach Narvik, auf die Inseln Senja, an den Lofoten vorbei, an einer wunderschönen Küstenstraße und wieder zurück nach Schweden. Und in diesem Video besuchen wir wilde Tiere, filmen wunderschöne Sonnenuntergänge, klettern auf den Berg, fangen ein paar dicke Fische und genießen die Kunst der Polarlichter. Hallo! Und willkommen auf unserem Kanal! Wir befinden uns derzeit schon wieder in Norwegen. Heute haben wir die Grenze von Schweden nach Norwegen übertreten, genau um 12 Uhr und sind jetzt in der Nähe von Narvik. Und wenn ihr wissen wollt, was wir die letzten Tage so getrieben haben und was wir die nächsten Tage noch so treiben werden, dann schaut euch das Video bis zum Schluss an. Viel Spaß! An diesem Tag führt uns der Weg nach Kiruna. Unsere Hunde mussten noch eine Wurmkur machen, damit wir überhaupt nach Norwegen einreisen durften und dafür mussten wir 24 Stunden dort warten. Wir hatten einen wunderschönen Campingplatz, aber erstmal wird gekocht. So, ja, wir hatten auf jeden Fall heute mal Lust auf Pizza. Deswegen habe ich angefangen, Getreide anzubauen, um mir einen eigenen Teig zu ziehen. Also auf Hochdeutsch heißt es, wir haben Fertigteig gekauft. Genau. Und von gestern haben wir noch Pasta-Soße, die nehmen wir jetzt einfach mal als Ersatz für passierte Tomaten. Einfach wild drauf verteilen. Ups. Pizza habe ich jetzt im Omnia-Backofen eingelegt. Jetzt bauen wir mal das ganze Teil hier zusammen. Ich habe mich jetzt doch nochmal für die kleinere Version vom Omnia-Backofen entschieden, da wir zu viel Platz hatten da drinnen und das dann wesentlich länger gedauert hätte. Ich habe jetzt alles angemacht und jetzt schauen wir mal in 10 Minuten circa in den Topf rein. Eine Temperatur von 150 Grad. Das sieht schon mal gut aus, wir geben der Pizza noch mal 5 Minuten. Wäre jetzt die Pizza fertig, um die aus der Form zu bekommen, einfach einen Teller oben drauf, das Ding köpfen und dann sieht das so aus. Wir lassen es uns jetzt schmecken, wenn ihr mal Lust habt, das nachzukochen. Viel Spaß und guten Hunger. Aber noch mal zurück zum Stellplatz. Der Stellplatz hat hier viele, viele kleine coole Sachen. Zum Beispiel hier hinten ist eine schwimmende Plattform. Das Gebäude ist eine Sauna, die man kostenlos nutzen kann mit einer Grillecke. Es gibt Spielplätze, Waschhäuser und so weiter und so fort. Aber es steht auch für größere Gruppen wunderschöne Grillkotas zur Verfügung, kostenlos. Aber das Highlight war nicht der Stellplatz, sondern die grünen Lichter am Nachthimmel. Bevor wir uns am nächsten Tag nach Norwegen aufmachten, besuchten wir in Kiruna noch das Sami-Museum. Und hier hatten wir dann auch die Möglichkeit, mit ein paar Rentieren direkt auf Tuchfühlung zu gehen. Das ist ein neuer Kumpel von mir, das ist Alfred.
Bist du Alfred? Ja, Alfred hat richtig Bock. Hier hatte ich Flechte drinne. Das Rentier ist eine Säugetierart aus der Familie der Hirsche. Der nordamerikanische Vertreter heißt Karibu. Je nach Verbreitungsgebiet sind die Tiere unterschiedlich groß. Die Kopfrumpflänge ist irgendwo zwischen 1,20 Meter bis 2,20 Meter und die Schulterhöhe kann von 0,9 bis 1,4 Meter reichen. Das Gewicht sind 60 bis 300 Kilogramm. Was ziemlich interessant ist, ist, dass es einer der wenigen Vertreter ist, wo wirklich beide Geschlechter einen Geweih tragen. Männliche Tiere werfen dabei ihr Geweih im Herbst ab, Weibchen erst im Frühjahr. Wenn ihr also im Winter durch Lappland fahrt und seht da Rentiere mit einem großen Geweih, das sind die Weibchen. Robin hat einen neuen Freund gefunden. Guck mal, da kommt ein dritter neuer Freund. Vorsicht von hinten. Am selben Tag sind wir noch in Richtung Abisko gefahren. Da in Norwegen Sturmwarnung war, haben wir noch hier die Nacht verbracht und das Unwetter abgewartet. Und hier an der Grenze zu Norwegen, in der schier endlosen Wildnis, werden sogar Angel- und Jagdreisen angeboten, bei denen man zum Teil sogar mit dem Hubschrauber an seine Jagd- oder Angelspots geflogen wird. Unsere Reise führte uns dann nach Abisko, in den Abisko-Nationalpark. Am Parkplatz des Nationalparks befindet sich das Naturum, das ist ein kleines Naturmuseum. Dahinter beginnt ein hölzerner Steg, auf dem man durch den Canyon des Abisko-Jackas laufen kann. Mit herrlichen Blicken auf das sprudelnde Wasser. Der Wasserstand ist hier rund um Mittsommer am höchsten. Und am Ende des Steges trifft man auf die gelbe Blume des Nationalparkes. Und besonders imposant ist dieses Loch im Fels, das von Hand geschlagen wurde, um keine Brücke bauen zu müssen. Dann ist es endlich soweit. Wir betreten Land Nummer 2, Norwegen. Kurz hinter der Grenze liegt die Stadt Narvik mit ihren 14.000 Einwohnern. Bedeutung erlangte Narvik durch ihren Hafen, der ein wichtiger Hafen für die Verschiffung von Eisenerz aus dem schwedischen Kiruna ist. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg durch die Wehrmacht angegriffen. Die Lage von Narvik war im Zweiten Weltkrieg strategisch wichtig. Nicht nur durch die Eisenerzverschiffung im Hafen von Narvik, sondern auch Narvik war der nördlichste Hafen, der im Winter eisfrei geblieben ist. Und aufgrund dessen besetzte Deutschland im April 1940 mit dem Unternehmen Weserübung das neutrale Norwegen. Und in diesem Fjord schlummert noch das Wrack eines deutschen Zerstörers, der Georg Thiele. Die Georg Thiele war ein deutscher Zerstörer der Klasse Zerstörer 1934. Sie wurde 1937 in Dienst gestellt. Sie ist 119 Meter lang und 11 Meter breit, hat einen Tiefgang von 4,23 Meter und eine 325 Mann starke Besatzung. Die Maschinenanlage bestand aus 6 Dampfkesseln der Bauart Wagner und 2 Dampfturbinen, mit denen sie insgesamt 36.000 PS zu Wasser bringen konnte und einer Höchstgeschwindigkeit von 38,2 Knoten, das entspricht ca. 71 km/h. Der Endkampf fand am 13. April 1940 statt. Mit dem letzten Torpedo erzielte die Georg Thiele beim Zerstörer Eskimo einen Treffer, der das Vorschiff abriss. Die Georg Thiele wurde, nachdem auch sämtliche Munition verschossen hatte, am Südufer des Rombaksfjords auf einen Felsen gesetzt und gleichzeitig wurden Sprengungen eingeleitet. Die Georg Thiele liegt heute noch am Ufer mit dem Vorschiff halb über Wasser und dem Heck auf ca. 45 Metern Tiefe auf Steuerbordseite und kann betaucht werden. Die Schiffsglocke und das Namensschild des Zerstörers befinden sich im Narvik-Wurmmuseum. Ja, was ihr hier seht, ist ein Elch, der vor ca. 5000 Jahren in diesen Stein geritzt wurde.
Auffällig ist, dass es eine ziemliche Originalgröße ist und dass er ziemlich detailliert gezeichnet ist. Und man sieht ihn auch noch sehr, sehr schön. Die Norweger haben jetzt die Linien so ein bisschen in Weiß und Rot nachgezeichnet, dass man es besser sieht. Und man ist sich aber nicht sicher, warum dieser Elch hier in den Stein gekratzt wurde. Es kann sein, dass es quasi als Glücksboten für Jäger verstanden werden konnte. Es kann sein, dass das alte Grenzzeichnungen war, um anderen Tribes, also anderen Stämmen zu sagen, hey, bis hierhin gibt's uns und danach geht hier bitte wieder. Ja, es gibt, wie gesagt, verschiedene Bedeutungen. Man weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall echt beeindruckend zu sehen. Für diesen Abend hatten wir uns einen Stellplatz der besonderen Art rausgesucht. Wir stehen genau unter der Brücke, die ihr eben schon im Video gesehen habt. Das ist auch ein sehr beliebter Angelspot und das haben wir natürlich genutzt. Heute gibt's Pizzabrötchen aus dem Omnia Backofen. Auch sehr, sehr lecker. Am nächsten Tag führte uns die Strecke in das 140 Kilometer entfernte Finnsnes auf der Insel Senja, wo wir die nächsten Tage verbringen sollten. Die Strecke führte durch das Hochgebirge bei Narvik. Dort gibt es sehr viele Kriegsdenkmäler, die man besichtigen kann. Wie hier, das Loch eben war ein Artillerieloch. Und der nächste Stellplatz befindet sich direkt an einem Hafen. In Norwegen gibt es eine App, die nennt sich Go Marina. Da kann man dann an verschiedenen Häfen die sanitären Anlagen und die Campingmöglichkeiten nutzen. Senja ist nicht nur der Name von unserem Husky, sondern auch der Name der zweitgrößten Insel von Norwegen. Wir wollten hier unbedingt mal hin, weil es hieß, die Lofoten sind schon schön, aber es ist total touristisch überlaufen. Deswegen sollten wir uns Senja angucken. Das haben wir heute gemacht und wir sind mega begeistert. Riesige Berge und schneeweiße Strände, kristallklares Wasser. Insel Senja steht den Lofoten in nichts nach. Ja, auch an dem neuen Stellplatz hat es wieder geklappt. Heute zum Abendbrot gibt es frischen Dorsch. Das ist für uns die erste Nacht auf der Insel Senja. Direkt an einem Hafen hat Jana einen Stellplatz gefunden mit allem, was dazugehört. Hier waren wir natürlich jetzt auch schon erfolgreich angeln. Dazu gehört auch natürlich auch diese kleine niedliche Grillhütte auf dem Grill, den frisch gefangenen Dorsch. Man kann es sicherlich erkennen. Stefan legt gerade noch ein paar Folienkartoffeln rein. Hier ist noch eine kleine Feuerstelle. Hier hinten ist das Servicegebäude mit Toiletten, Duschen, noch ein Aufenthaltsraum und Küche für den Fall, dass hier mal schlechtes Wetter ist, was hier oben sehr schnell passieren kann. Und genau dahinter stehen auch unsere beiden Camper. Wir sind jetzt in dem wunderschönen Ort. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall im Norden der Insel Senja. Gardefjord oder so. Gardefjord, ja. Ja, irgendwie sowas. Und ihr seht es im Hintergrund, die Natur hier ist der absolute Knaller. Hier gibt es auf Senja einen wunderschönen Berg. Und zwar der Segal. Segler. Das ist der hervorragende Vorbereitung seitens Herr Merkel. Genau. Und genau nebendran ist der Hesten. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal auf den Hesten zu fahren und euch ein paar Eindrücke von diesen... Zu laufen. Genau, also zumindest zu dem Berg zu fahren, dann hoch zu laufen und euch da oben ein paar wunderschöne Bilder mitzubringen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Da wollen wir hin.
damit wir da drauf gucken können. Die zwei Tage auf Senja gehen zu Ende, das habt ihr jetzt gesehen. Wir befinden uns derzeit auf der Fähre nach Andenes auf die Insel Andøya. Dort werden wir uns dann direkt einen Übernachtungsspot suchen und gleich schlafen. Wir haben jetzt 19 Uhr, die Fähre fährt circa 2 Stunden. Was ist der Captain? Man kann reingucken. Ja, man kann hier hinten auf jeden Fall ins Captain Deck reingucken. Auch in die Brücke. In die Brücke, Entschuldigung. Fachleute würden sagen Brücke. Ja, okay. Genau, hier, das sind die letzten Bilder von Senja. Und damit verabschieden wir uns für diese Nacht und wir sehen uns morgen früh. Wir hatten auf unserer Tour schon viele architektonisch ausgefallene Gebäude gesehen, aber das hier hat alles übertroffen. Ein Betonklotz mit langen Geraden und in der Optik eines Pfeiles. In dem Fall ist das Gebäude so gebaut, dass die Spitze des Gebäudes auf einem Berg zeigt, auf dem sich ein alter Versammlungsort der Samen befindet. Aber es ist nicht einfach nur ein Gebäude, es ist ein Rastplatz mit einer Toilette, von der aus man durch eine Glasscheibe, wenn man sie freigibt, auf die Bucht schauen kann.
Und diese Toilette ist sogar ausgezeichnet worden als eine der schönsten Toiletten der Welt. Aber seht selbst. An dem Tag hatten wir leider nur Regenwetter, sodass wir uns die Landschaft nur aus dem Fahrzeug angucken konnten. Aber als wir im Hafen an unserem Stellplatz ankamen, riss der Himmel auf. Der Wind blieb zwar ca. mit 70 km/h, aber wir hatten dann eine wunderbare klare Nacht, bei der wir wieder mal Polarlichter beobachten konnten. Am nächsten Tag setzten wir von der Insel auf das Festland zurück. Wir hatten uns entschieden, die Helgelandsküstenstraße zu fahren. Eine der schönsten Straßen Norwegens. Ja. Ja, jetzt machen wir nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann klickt nicht nur den Daumen nach oben, sondern schreibt auch mal was unten drunter, kommentiert einfach mal. Was hat euch gefallen? Was könnten wir anders machen? Oder konstruktive Kritik zum Beispiel. Mehr Elche sehen. Genau, wir wollen viel mehr Elche. Wir versuchen es schon. Genau. Des Weiteren abonniert mal unseren Kanal. Ich sehe, dass 83% der Videozuschauer kein Abo dagelassen haben. Das ist schon frech, ne? Das geht nicht. Das geht eigentlich nicht. Diese Abos kosten hier nichts bei YouTube. Klickt einfach auf Abonnieren. Damit unterstützt ihr uns und unsere Videos und natürlich auch unsere Reisen. Wir nehmen euch dann gerne weiterhin mit. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, gibt es noch diese Glocke, auf die könnt ihr auch klicken. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir wieder was mit euch erleben wollen. Und apropos, filmt mehr Elche. Wir filmen Elche. Manchmal klappt es sogar, wenn in Norwegen Fishing-Spots ausgeschildert sind. Wir probieren hier mal unser Glück. So, Jan hat den nächsten. Hi. Makrele. Gleich noch einen hinterher. Ja, nicht so schön.
Wenn ich jetzt jemand sieht, gell? Wo kommt er? Auch wieder eine Makrele, merkst du richtig, wie sie die Schwanzschläge. Die wehrt sich noch ein bisschen. Oh, da ist er. Auch nicht ganz so groß, aber. Oh. So, wir waren erfolgreich unter dieser schönen Brücke. Insgesamt haben wir jetzt 8 Makrelen und die gibt es jetzt auf den nächsten Stellplatz schön überm Feuer. Aber bevor es ans Essen geht, wollten wir noch diesen herrlichen Strand und den wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für diese Woche und sehen uns nächste Woche Sonntag wieder um 19 Uhr hier auf dem Kanal zum dritten Teil unserer Skandinavienreise. Denkt dran, Kanal abonnieren, schreibt einen netten Kommentar, Glocke läuten, damit ihr nichts mehr verpasst und einen Daumen nach oben. Ciao, ciao!